Hier spricht Magdalene. Heute möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Mein Vater, der Betriebsleiter bei der Firma Keller in Langenbeck war, ging gern nach Feierabend nachmittags noch etwas spazieren. Und oft nahm er mich, seine Jüngste, dazu mit. Einmal gingen wir nach Holthausen, durch die Wiesen, durch ein kleines schmales Bettchen. Und da sagte Vater plötzlich zu mir, siehst du dort den großen Vogel? Das ist ein Kiebitz und der fliegt jetzt über die linke Wiese. Wahrscheinlich hat er auf der rechten Wiese sein Ei hingelegt. Und das tun die Vögel öfter. Die wollen uns täuschen, damit wir nicht ihre Eier finden. Und ich sagte, dann können wir doch eigentlich auf die rechte Wiese gehen. Gut, sagte Vater, dann gehen wir auf die rechte Wiese und gucken, ob wir da das Kiebitzei finden. Und wir haben gesucht und tatsächlich fand ich ein Ei. Ein kleines weißes Ei mit kleinen braunen Flecken. Zu Hause habe ich ganz stolz meinen großen Geschwistern gezeigt, ich habe ein Kiebitzei gefunden. Jahre später besuchte ich die weiterführende Schule, katholische höhere Mädchenschule Ippenbüren. Und die wurde von Nonnen geleitet. Und ich weiß noch nicht mehr, was der Anlass war, aber Schwester Hildegund erzählte über Vögel und dass Vögel Eier legen und dass man diese Eier auch manchmal essen kann. Und dass es auch Eier gibt, die besonders gut schmecken. Und dann erzählte sie, dass der Kanzler Bismarck immer zu seinem Geburtstag ein Körbchen voller Kiebitzeier geschenkt bekam. Da hat er sich immer drauf gefreut und hat damit gerechnet, dass er sie bekam. Und weil sie wohl ganz besonders gut schmecken. Und dann bin ich aber aufgesprungen und habe mich gereckt und habe gesagt, ich habe auch schon mal ein Kiebitzei gegessen. Du? Woher hattest du das denn? Ja, das habe ich selber auf einer Wiese gefunden. Und wie schmeckte das? Ganz süß. Ganz süß. Und das Eigelb? Da war gar kein Eigelb drin, das war ganz weiß. Schwester Hildegund hat mich nur ganz komisch angeguckt, aber nichts gesagt. Später hat sie wohl mit meiner großen Schwester darüber gesprochen und um eine Erklärung gebeten. Und die hat nachher nur mit dem Kopf geschüttelt und zu mir gesagt, glaubst du tatsächlich immer noch, das Zuckerei wäre ein Kiebitzei gewesen? Ich glaube es nicht mehr. Aber für mich bleibt es das Kiebitzei.